Servus Leute und willkommen zu meiner dritten Ausgabe zum Let's Play FIFA 15, der Demo. Diesmal habe ich eine andere Mannschaft gewählt. Wieder eine englische, aber diesmal Chelsea gegen den FC Barcelona. Die Saison war ja für Chelsea ja doch recht enttäuschend, die letzte Saison. Für Barcelona ebenfalls kein Titel gewonnen. Vor allen Dingen die Meisterschaft an Atletico verloren. Und ein alter Bekannter wird hier im Tor stehen, nämlich Thibaut Courtois. Aber wir sehen erstmal Lionel Messi. Das Spielergesicht sieht einmal gar nicht schlecht aus. Okay, und wir haben nicht Anstoß. Das erste Mal zu Beginn der Partie, wie gemein. Cesc Fabregas hat Barcelona natürlich auch abgegeben. Hier haben wir ihn gerade im Zweikampf gesehen an Chelsea. Bei dem Mangel an guten Mittelfeldspielern kann man sich das als Barcelona-Fan doch fragen, warum eigentlich? Zumal Barca ja noch die Sperre hat, eher auf dem Transfermarkt, für die nächste Saison. Aber sie haben sich in der Offensive verstärkt mit Luis Suarez. Allerdings sollten sie sich mehr Gedanken um ihre Defensive machen, so erstmal meine Einschätzung dazu. Und jetzt erstmal wieder aufs Spiel konzentrieren, denn Lionel Messi ist am Ball. Der Junge kann dribbeln, seine letzte Saison war nicht so besonders. Oh. Eden Hazard. Und Fabregas. So. Oh, der Belgier. Kommt er noch ran? Ne, es war abseits. Schade, schade. Wie das wieder abging. Das sah gerade wieder aus wie ein Zeitraffer. Habt ihr das auch gesehen? Oh, oh, den Ball habe ich mir geholt. Oh, den kriegt Hazard. Hä? So geruckelt und... Oh, was für eine Aktion. Ah, den hat er mit dem Schienbein erwischt. Dabei lag der Ball doch. Oh, wir sehen Marc-André Ter Stegen in Aktion. Stimmt, der ist ja dahin gewechselt. Dann ist der irgendwie über den Schlappen gerutscht. Dabei lag der Ball ja eigentlich ordentlich auf dem Boden, wenn ich mich nicht verguckt habe. So, mal gucken, wie jetzt die dritte Ecke wird hier im Spiel. Ter Stegen ist nicht so groß, deswegen kann er sie nicht direkt abfangen. Schuss, weil Ter Stegen nicht im Tor steht und wieder das Aluminium. Gibt's doch nicht. Da wäre Ter Stegen nie und nimmer dran gekommen. Allerdings habe ich ihn auch zu weit nach oben gesetzt. So, nichts mit Konter. Hier wird geblockt. Aber vom Feinsten. Ja. Diego Costa, auch von Atletico gekommen. Zusammen mit Courtois. Oh. Au. Oh. Mist. Na, ich lasse noch viel zu oft tackeln. Wie gesagt, bei Pro Evolution Soccer heißt das eigentlich Pressing einmal drücken. Zumindest die entsprechende Taste. Bei FIFA heißt das sofort hier Tackling. Na, schön mauern, etwas spielen lassen und dann schön zu kontern. Allerdings kann das auch schief gehen. Oben zustellen. Jawohl. Jetzt raus hier. Oscar und mit Diego Costa natürlich den besten Konterstürmer wohl auf diesem Planeten. Zumindest aktuell. Oscar, der Brasilianer. Was macht er? Macht er ein Tor? Nein. Und Eigentor. Ter Stegen hält ihn, aber der Abwehrspieler von Barca haut ihn ins eigene Netz. Ärgerlich, ärgerlich. Und es war auch noch der eigentliche Weltklasse-Verteidiger. Piqué. Wie er rangeht. Jetzt springt er, glaube ich, noch über Ter Stegen. Ja, die behindern sich gegenseitig. Und dann kommt er nicht mehr rechtzeitig an den Ball. Er versucht es noch, aber keine Chance. Ich führe wieder. Tja, Gerard Piqué. Ja, guckst du, ja? Ich führe wieder 1:0. So lässt sich's leben. Oh, etwas zu lang. Oh, etwas zu flach. Okay, dann weiß ich schon mal, dass mit dem rechten Trigger und Flanken eine flache Flanke böse umgelegt gespielt wird. Gibt das jetzt schon gelb? Ich glaube nicht. Oder doch? So wie es die Hände vor den Kopf hält. Eine gelbe Karte für Pedro Rodriguez. So, ey, wieso darf ich... Okay. Ich habe den Spieler ausgewählt, nicht... Der Spieler, der gerade am Ball steht, sondern den ich anspielen kann, um ihn zu positionieren.
Ah, schade. Hätte er entgegenkommen können. Willian. Chelsea hat eine ganz gute Mannschaft zusammengestellt. Natürlich auf der Torhüterposition Weltklasse besetzt. Aktuell hat ja Courtois den Vorzug, was ich auch verstehen kann. Der Junge ist so jung und auch so Weltklasse die letzten Saisons bei Atletico. Petr Cech hat die letzten Spiele, die letzten zwei Saisons auch Weltklasse gehalten. Aber, oh, da hat er erstmal das Nachsehen. Früher oder später wird ein Spieler den Verein verlassen. Ich glaube eher Cech als Courtois, denn Courtois hat erst vor kurzem verlängert. Ich glaube bis 2019, wenn ich mich jetzt nicht irre. Wo er den wieder hinwirft, ich habe da überhaupt nicht hingeguckt. Anscheinend habe ich den anderen Spieler angewählt gehabt. Könnte auch noch sein, dass er da hingeworfen hat. Aber naja, erstmal verteidigen. Na, Barcelona will ja nichts machen. Und rauskommen. Oh. Petr Cech spielt hier und nicht Courtois. Habe ich den Ball erstmal ins Ausgeworfen und habe ich am Anfang nicht drauf geachtet, wer in der Startaufstellung steht. Wie gesagt, ich kümmere mich erstmal noch nicht groß um die Aufstellung. Ich will hier einfach mal das Spiel kennenlernen und euch auch noch was zeigen und nicht groß taktieren und dann eine Viertelstunde im Menü rumbringen. Und das wird nichts mehr. Aber ich kann hier noch etwas ärgern. Ärgern, ärgern, ärgern. Meiner. Na. Dann müsst ihr ja noch Torres hier spielen. Der ist ja in echt zu Milan gewechselt. Werde ich gleich mal sehen in der Halbzeit. Einen kleinen Überblick verschaffen. Okay, Barcelona hat mehr Ballbesitz und die haben weniger vorm Tor gezeigt. Ich denke mal, das haben wir alle gesehen. Drogba und Torres, Ramirez, Schürrle, drei Stürmer. Gut, Schürrle kann natürlich auch noch im Mittelfeld spielen. Felipe Luis von Atletico, der Dritte im Bunde. Ich werde mal Courtois bringen für Petr Cech. Ich mag beide Torhüter, aber ich gebe Courtois einfach hier eine Chance, sich im Testspiel gegen Barcelona zu beweisen. Und dann geht's auch direkt weiter. Da kommt er schon. Der Riese, der Belgier. Echt ein Spitzentorhüter, gefällt mir sehr. Ist, würde ich sagen, nach Manuel Neuer die Nummer 2 der Welt. Pedro. Ja, Barcelona geht offensiver ran, das sehe ich schon gleich von der ersten Minute an. Ah, da habe ich noch getackelt, deswegen hat er den Ball weggeworfen. Weggeschmissen, weggeschossen. Jetzt die Mitte mal dicht machen, die ist gerade ziemlich frei. Wenn sich Barca da durchspielen kann, dann gute Nacht. Oh, Diego Costa, der Ball kommt an. Costa frei vom Tor. Vor Ter Stegen, Costa, nein, aber Nachschuss drin. Nein, doch nicht drüber. Mann. Ich dachte, der senkt sich die gerade Richtung Tor, weil der Schuss, der zweite Schuss, wäre, glaube ich, auf Ter Stegen gegangen, wenn er nicht abgefälscht worden wäre. Aber mit dem Arm abgefälscht. Eieieiei. Willian schießt den Eckball. Da sind auf jeden Fall gleich wieder richtig Emotionen mit im Spiel. Wie es sich zu einem Fußballspiel gehört. Eckball und Tor, Kopfballtor. Wer war es denn? 21. Das war Nemanja Matic, wie es auf dem Trikot stand. Matic ist ja auch noch recht neu. Ter Stegen sah da sehr unglücklich aus. Der kleine Ter Stegen kommt da nicht dran. Ja, Matic ist groß, stand total alleine im Kopfballduell. Gut, es war kein Duell. Im Kopfball-Monuell, ja, sag ich jetzt einfach mal dazu. Nickt er einfach ein und damit steht jetzt 2:0 für mich. Sehr entspannt und ich werde gleich mal die nächste Auswechslung für vornehmen. Und zwar habe ich schon eine Idee. Diego Costa raus, hat eine gute Arbeit geleistet, aber mein Liebling El Niño Fernando José Torres kommt jetzt ins Spiel. Und fortsetzen. Mein Ball, gib ihn her. Ich muss doch noch ein Tor schießen. Aha. So langsam bin ich auch ganz gut im Spiel angekommen, würde ich meinen. In meiner dritten Partie mittlerweile. Ah,
Was macht er denn? Das Spiel. Zeitspiel! Zeitspiel! Und sich den Ball abnehmen lassen. Vorne steht noch Diego Costa. Letzte Aktion, bevor er ausgewechselt wird. Dann wieder vor, mein Guter. Oh, umgesetzt. Vorteil laufen lassen, aber jetzt abgepfiffen, weil der Ball im Aus war. Das gibt Gelb. Das muss Gelb geben. Gibt auch Gelb. Für Neymar. Kann er nicht fassen, aber zu Recht. Upsa. Wieder die falsche Taste gedrückt und da kommt Torres rein. Sein Abschiedsspiel. Sage ich jetzt einfach mal. Oh, das war nicht gut. 23 Minuten haben wir noch in dieser Partie verbleibend. Iniesta am Ball. Oh, da kommt er durch. Nicht gut. Fabregas gegen Iniesta. Und zu zweit klären die Aktion. Gut gemacht. Torres, ran mit dir. Super, nachsetzen. Torres. Und unten anspielen. Oscar wieder. Zweite Chance für ihn. Oscar, Tor, 3:0. Ja, sowas aber auch. Vorlage durch den frisch eingewechselten Fernando Torres. Und Torschütze Oscar. Nachdem die WM nicht so schön für ihn oder sein Land verlief. 7:1 gegen Deutschland. Jetzt ein Erfolgserlebnis, ein Tor gegen Barcelona. Und Ter Stegen kann es schon wieder nicht fassen. Was soll das? Wo sind da meine Mitspieler? Und Piqué traut sich einfach nicht an den Ball heran. Gewartet, sich die Ecke ausgesucht und dann mittig platziert. Was für eine Ecke. So, dann werde ich jetzt nochmal auswechseln. Ich hab's ja. Dann kann sich jetzt Oscar seinen verdienten Applaus abholen und es wird André Schürrle eingewechselt werden. Allerdings wechselt er die Position mit Willian. So. Spiel fortsetzen bitte. Wer hat das noch gemacht? Oh, Oscar ist schon draußen. Ging ja fix. Nimmt auch gleich mal Platz auf der Tribüne. Auch wenn die Tribüne oder allgemein es nicht so sehr ansehnlich ausschaut. Ich weiß nur nicht, wie das mit der Konsolenversion ist. Die letzten Jahre war es immer so, dass die PC-Version erstaunlicherweise schlechter aussah im Vergleich zu den Konsolenversionen. Fabregas, oben sind meine Spieler frei. Spiele ich schon mal glatt an. André Schürrle, gleich mal in Aktion. Ah, der Pass war zu weit nach hinten. Schade, schade. Oh, Schürrle holt ihn sich zurück. Ah, und verliert ihn wieder. Nochmal angesprochen, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die letzten Jahre mehr Fokus auf den Konsolenversionen von FIFA stand. Und dass diese dann auch dementsprechend besser aussahen. Oh, oh, zwei kleine Stockfehler. Fehlpass, die Chance für Barca. Aber daraus wird nichts. Ah, das wäre abseits gewesen. Zum Glück bin ich da nicht mehr rangekommen. Die gehen jetzt aber auch verdammt offensiv ran. Gut, die haben nichts mehr zu verlieren in so einem Freundschaftsspiel. Der lässt sich Zeit. Der hat's ja. Der Barca-Spieler. So, nach hinten. Schön die Mitte dicht machen und immer schauen, dass sich hier keiner freiläuft. Der legt gleich zwei Spieler um von mir. Das muss doch Freistoß geben. Mensch, Mensch, Mensch. Der junge Rafinha kommt rein für den doch etwas blassen Xavi. Was? Barcelona hat auch noch Freistoß bekommen? Da hat zwei von mir umgelegt. Also, wenn ich mich wieder nicht verguckt habe, dann bin ich da gar nicht einverstanden mit der Entscheidung. Oh, wow, wow. Abstoß, Abstoß. Courtois hat nicht die Nummer 1. Oh, da steht noch ein Barca-Spieler direkt an meinem Mann ran. Habe ich nicht aufgepasst. Jetzt haben die den Ball auch schon wieder. Ich will auf jeden Fall zu 0 halten. Aber das wird schwierig. Courtois, schade. Da spreche ich es auch gerade noch an. Und ich sehe gerade, Courtois und die Barca-Spieler haben die gleiche Farbe an. Natürlich sehr ungünstig. Konnte man die letzten Jahre auch bei PS sehen, dass die Torhüterkleidung oftmals mit den gegnerischen Spielern übereinstimmt. Dass man sie nicht gut auseinanderhalten kann. Hier sehen wir es nochmal. Das ist fast 1:1 die gleiche Farbe. Ja, kann man Courtois keinen Fehler vorwerfen. Messi hat dann doch noch sein Tor gemacht. Aber es wird gleich abgepfiffen. 4 Tore haben wir in dieser Halbzeit, in dieser Halbzeit nicht, in diesem Spiel gesehen. Das ist doch eine ordentliche Ausbeute. Oh. Ich weiß noch gar nicht, wie ich die ganzen Folgen rausbringen werde. Das ist ja schon die dritte.
Da werde ich mir nochmal einen Kopf machen lassen, aber es werden auf jeden Fall mehrere sein und ich glaube, ich passe jetzt nochmal auf. Ja. Ja, den habe ich. Oh, mit der Hacke gespielt im eigenen Strafraum. Ungünstig, aber Abpfiff. Aber ich werde mit Sicherheit noch eine Folge nach dieser hier bringen. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. 3-1 gewonnen gegen Barcelona. Ein nervenaufreibendes Spiel. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wir sehen noch ein paar Bilder. Ballbesitz war Barcelona deutlich besser, aber wir haben deutlich mehr Schüsse abgegeben. 4 Schüsse aufs Tor, davon einmal Aluminium und 3 versenkt. Gute Ausbeute, würde ich meinen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert mich, lasst meinen Kommentar da und vielleicht auch noch einen Daumen hoch. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Let's Play FIFA 15 wieder. Bis dahin und macht's gut!